Wie angekündigt, haben wir jetzt FIFA als nächsten Programmpunkt. Da läuft es alles so ein bisschen anders ab, als obwohl es ein PlayStation-Spiel ist, läuft es irgendwie alles anders ab. Aber das lassen wir am besten von meinem Lieblingsfußballer auf den Medis erklären. Und zwar ist das Tonko. Was geht Moin. ab? Hallo, hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, du hast gerade gesagt, Fußball. Genau, ich bin seit Obermehler dabei, also als wir das erste Mal da waren. War das 2013, Ich glaube, 14? 2014 war das. Ja, dann seit. 2013 war noch Rodewald. Das war da, wo quasi die Fußballfelder und auch die Acker, wo wir gespielt haben, versalzen und vermoort wurden. Danach wuchs da, glaube ich, gar nichts mehr. Ja, ich wollte dabei Genau. sein, ich wollte dabei sein, ich war ein bisschen im Vorfeld aktiv, hatte dann aber leider doch was anderes, musste daher absagen, aber Was dann, anderes? naja, war noch vom Fußball, Das muss richtig vom immens wichtig gewesen sein. Fußballfahrt, Mannschaftsfahrt Mallorca, ich denke, jede Kreisliga-Legende kann das nachvollziehen. Ja, von daher, da musste ich leider absagen, aber dann ab Obermehler war ich dabei und habe dann auch hauptverantwortlich immer das Fußballturnier geleitet und organisiert, zusammen natürlich mit Tobi. Das ist halt immer noch Chefsache. Genau, also wir sind in Paris im Parc des Princes. Es spielt aber nicht Paris Saint-Germain, sondern Frankreich gegen Frankreich. Ich glaube, vorhin habt ihr schon mal thematisiert, so ein bisschen du und Lina, dass bei NBA es so war, dass man mit der Stärke der Mannschaft gespielt hat. Das heißt, jeder Spieler war noch unterschiedlich stark. Und hier ist es so, dass wir im 85er-Modus spielen. Das heißt, jeder Spieler, der beispielsweise Außenverteidiger ist, hat die gleichen Werte. Ist gleich schnell, ist gleich gut im Zweikampf, hat ein gleich gutes Passspiel und so weiter und so fort. Das heißt in die 85er oder so, ne? Genau, das ist der 85er-Modus. Und das Faire, wie gesagt, daran ist, dass jeder Spieler auf der gleichen Position gleich stark ist. Also man kann nicht vergleichen einen Außenverteidiger mit einem zentralen Innenverteidiger. Die haben unterschiedliche Werte, aber alle Innenverteidiger haben prinzipiell die gleichen Werte. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist die Körpergröße und der schwache Fuß. Genau, um jetzt vielleicht auch mal hier zum Spiel schon mal direkt zu kommen. Wir spielen Frankreich gegen Frankreich. Im Finale gegeneinander treten an die Uni Heidelberg gegen die Uni Salzburg. Ja. Und Salzburg ist auch hier in den weißen Trikots. Das heißt die Uni Heidelberg in Blau. Ja, wir haben, es ist auch ganz, ich freue mich darüber, dass Salzburg ins Finale gekommen ist, denn das ist eine weibliche Spielerin. Ja, richtig, richtig. Richtig, richtig cool. Und die beiden Boys aus der Videogame-Nerd-WG aus Heidelberg, das ist auch irgendwie was Ungewöhnliches, ne? Dass man irgendwie zu zweit immer abwechselnd spielt. Kannst du es Naja, den Leuten mal erklären, genau. oder? Also wir hatten das so, dass sich für das gesamte Turnier quasi 60 Teams, ein bisschen über 60 Teams beworben haben. Das heißt, wir haben dann in 8 Gruppen gespielt und in der Gruppenphase war es so, dass jeder einmal gegen jeden gespielt hat. Und es konnten sich sowohl Solospieler als auch Duo-Teams anmelden. Und die Teams, denen war es dann überlassen, ob die sich. Oh, das war natürlich hier erstmal auf das Spiel kapitaler Oh, da spielt Fehler. aber, zieht er fast alleine durch, Ja, ne? Ben Yedder ist auch wahnsinnig Ja. schnell. Und? War nochmal verteidigt bekommen. Nein, doch nicht. Ben Doch, Yedder. doch. Ja, Ben Yedder drin. 1 zu 0. Nice. 1 zu 0. Ball durchgelaufen. Und am Ende auch versenkt. Ja, 1 zu 0 für Heidelberg. Also das war schon gut. Und da sieht man zum Beispiel auch, Ben Yedder ist einfach ein gern genommener Spieler. Wahnsinnig schnell. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, wir hatten 60 Leute, die am Turnier teilgenommen haben. Und wir haben in der Gruppenphase immer jeder gegen jeden gespielt. Aber nur einmal. Und dann in der K.O.-Phase sind wir auf ein Best of Three gegangen. Und dann war es halt so, dass die Jungs aus Heidelberg auch immer zusammengespielt haben. Das heißt, die haben immer quasi ein 2 gegen 1 gespielt. Manche finden das vielleicht unfair, weil man zu zweit vielleicht stärker ist als alleine. Aber ich muss eigentlich auch ehrlich sagen, ich finde zu zweit immer schwieriger. Weil du musst dich einfach sehr, sehr gut absprechen. Und wenn beide den gleichen Laufweg machen, um zu verteidigen, dann ist es halt ein kapitaler Fehler, der vom Gegner ausgenutzt werden kann. Deswegen musst du einfach eine sehr, sehr gute Absprache haben. Was aber bei den Jungs aus Heidelberg, wenn die gute Freunde sind, beste Freunde wahrscheinlich sogar zusammen in der WG wohnen, ja, dann der Fall war. Aber oh, das war klasse gemacht. Das war ein schönes Dribbling von Pogba. Und dann der Abschluss 1 zu 1. Sehr, sehr gut gespielt hier von Salzburg. Ich kann nochmal die Namen nennen. Das sind Philipp und Till, die für Heidelberg antreten und Pia, die für Salzburg antritt. Genau, und bei Philipp und Till war es so, dass die jetzt im Moment nicht zusammen in der WG gewohnt haben, weil der eine weg musste. Dementsprechend hat er sich dann eine PlayStation irgendwo organisiert und dann haben die sich das so aufgeteilt, dass die abwechselnd spielen.
und das andere Spiel spielen wir unentschieden, dann habe ich theoretisch verloren. Und das wäre irgendwie nicht fair gewesen. Dann haben wir uns gedacht, wie regeln wir das am besten? Wir gehen einfach danach nochmal in ein Entscheidungsspiel. Und das ist dann hier genau der Fall gewesen. Und das Entscheidungsspiel, also quasi Spiel 4, ist wiederum unentschieden ausgegangen, sodass dann noch wieder ein Entscheidungsspiel folgen musste und wir dann in Spiel 5 gegangen sind. Wir werden das aber heute ein bisschen kürzen. Wir können nicht alle 5 Spiele zeigen, aus zeittechnischen Gründen. Ich habe gestern Abend einmal reingeschaut, dann so die besten Spiele ausgesucht. Boah, das war stark. Starkes Spiel, gut gehalten, der erste Ball. Ja, aber der Nachschuss dann drin. Ja, und da sehen wir es. Wie gesagt, Dembélé, ich habe es vorhin angesprochen, das sind so die beiden Offensivleistungsträger, Ben Yedder, Dembélé, die werden wir öfter sehen. Und natürlich mit Kylian Mbappé, hier auch das Trikot von ihm an, auch noch einen dritten vorne drin, der richtig, richtig stark ist. Der Außenverteidiger, hier aber als Innenverteidiger gelistet und hat wahrscheinlich einfach bessere Werte als andere Spieler, wie zum Beispiel Laporte, die auch eigentlich Raketen sind. Boah, 3:0, wieder Ben Yedder, schön in die Mitte, flache Flanke, knallhart vors Tor, Keeper kommt nicht raus. 3:1 auch nicht kommen sehen. Für Heidelberg. Ich will auf Discord gucken und so, aber wir haben durch unsere technische Redaktion wir haben keine Minuten Kosten gescheut, dass wir das gute Chance, 3:2. Ja, direkt nach der Pause, auch wichtig, direkt den Anschluss gemacht. Und jetzt ist Pia wieder drin im Spiel für Salzburg. Weil Qualität setzt sich ja bekanntlich immer durch am Ende. Jetzt haben wir einen kleinen Umkleid drin, ne? Das ist aber, glaube ich, von dem EA-Server gewesen. Ja, richtig. Gar nicht von uns. Richtig. Ben Yedder liegt quer. Oh, 4:2. Für Heidelberg. Gut gespielt. Sehr gut gespielt. Kommentar Tolisso, auch natürlich von Bayern München. Die Jungs von Heidelberg, auch in der WG, haben sie mir auch erzählt. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht, ob da negative Kommentare kommen. Die sind eigentlich offiziell beide auch Bayern München-Fans. Deswegen klar, auch dass man solche Leute wie Tolisso da mit ins Team stellen muss. Das ist eine Pflichtveranstaltung. Was bist du für Fan, Shahin? Ich? Gar keiner. In Hamburg kannst du ja nur... Ja, das hast du zwei Möglichkeiten. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Die Regie hört mit. Ja, aber musst du eigentlich schon, wenn du ehrlich bist, musst du Pauli nehmen, ne? Ja, das heißt theoretisch schon, aber da die Regie irgendwie HSV-Fan ist, halte ich mich mal dezent zurück. Okay, besser ist das. Ja. Und da kann man zum Beispiel auch so Mittel wie Flanken, hohe Flanken rein mal versuchen. Hier jetzt übrigens direkt am Ball, legt den Ball quer. Dembélé, oh, mit links abgeschlossen, das war in dem Fall sein starker Fuß. Anschlusstreffer 4:3. Es ist ja jetzt immer noch alles drin bei diesem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so dynamisch wie vorhin bei NBA 2K. Aber in den letzten paar Minuten kann sich das trotzdem komplett drehen. Ja, ein 4:3, auf jeden Fall eine knappe Kiste. Bei FIFA ist es auch immer so ein bisschen verbuggt. Ich glaube, jeder Spieler wird es kennen, dass wenn man zurückliegt, fühlt sich das einfach an, als würde einem das Spiel so zufliegen. Als würde das Spiel es einem gönnen, aufzuholen. Ja, in dem Fall leider nicht. In dem Fall war das 5:3 für Heidelberg. Auch wieder da, flache Flanke. Ich kann mich nur wiederholen. Das ist ein beliebtes Mittel. Ja, und Paul Pogba ist natürlich auch einer der besten Mittelfeldspieler der ganzen Welt. Wie gesagt, wir hatten dann 8 Gruppen, in denen wir gespielt haben. In jeder Gruppe sind... Oh, schönes Tor. Ja, gut gemacht. Einfach einmal gut ausgewackelt. Und wieder Dembélé. Ja, jetzt ist natürlich also der Ofen aus. Nochmal so ein Ding reinzuhauen. Ja, kann passieren, ärgerlich für Salzburg. Aber ich denke, das ist dann das Overall 1:0 für Heidelberg. Ja, einmal der letzte Schuss wird wahrscheinlich noch abgewartet. Ah ja, guck mal. Ah, das ist doch sehr schön. Macht sie sogar noch einen 6:4 Anschlusstreffer. Ja. Jetzt wird es aber wahrscheinlich abgepfiffen. Ja, genau. Spiel ist durch. 1:0 damit. Erstes Spiel 1 geht an Heidelberg. 1:0 für Heidelberg. Wie geht es denn jetzt weiter? Wir gucken uns ja jetzt nicht alle Spiele an. Genau. Vielleicht kannst du einfach mal eine kurze Zusammenfassung geben. Du hast dir Spiele, du kennst sie ja schon. Genau. Also, auch wenn es hier live aussieht, hätten wir das nicht alles komplett live spielen können. Also 5 Spiele am Stück wäre dann einfach zu viel gewesen. Das ist schon im Vorhinein gelaufen. Erzähl mal, wie die anderen da gelaufen sind. Einfach. Genau, wir würden jetzt einfach das Spiel 2 skippen, würden dann in Spiel 3 reingehen, um zu gucken, was da passiert. Aber da will ich noch nichts vorwegnehmen. Ist auch sehr spannend. Und dann würden wir einfach weiterschauen. Okay, alles klar. Dann geht's direkt los mit Spiel Nummer 3. Genau, auch hier nochmal der Hinweis. Pia aus Salzburg wieder in Weiß. Hat sich nicht geändert. Und die Heidelberger Jungs in Blau. Was man also, vorhin haben wir auch mal über den ganzen Modus geredet.
Kurz abwarten, ob was passiert. Ja. Ah, guck mal, ja. Guck mal. Mbappé. Als hätte ich es im Gefühl gehabt. Ne, das wusste ich jetzt natürlich nicht. Ja, ich weiß natürlich. Ich muss es besser verkaufen als Kommentator. Ja, aber weil wir vorhin gesagt haben, ich habe mir die Spiele angeguckt, natürlich. Ja. Aber da sind echt viele Tore gefallen und ja. Ich konnte mir das nicht alles merken, wann was passiert. Der Modus, ich wollte nochmal zurückkommen. Also wir hatten über 60 Teams, die sich angemeldet haben. Manche Unis haben halt auch zwei Teams gestellt. Das heißt, man kann nicht sagen, dass es 60 verschiedene Universitäten waren, aber ich denke, es waren 40 bestimmt, 40 verschiedene Unis. Bemerkenswert, es war genau eine Frau dabei aus Salzburg, Pia. Hat mich auch dann dementsprechend richtig gefreut, dass dann, ja, man muss es einfach so sagen, dass es eine männerdominierte Domäne ist und die Frau sich dann aber am Ende durchsetzt und im Finale steht. Das ist einfach klasse, das hat mich wirklich richtig gefreut. Die hat vorher ordentlich die Leute wegrasiert, ne? Ja, ich hab mir das aufgeschrieben, ich habe mir ein paar Infos zu Pia aufgeschrieben. Also sie studiert in Salzburg, wie gerade schon gesagt, ist im zweiten Semester 19 Jahre alt. Und die Spiele in der Gruppenphase, da hat sie 3-0 gegen München gewonnen, 3-1 gegen Homburg gewonnen. Die Homburger Mannschaft ist übrigens bis ins Halbfinale gekommen und hat da nochmal richtig die Heidelberger geärgert, weil Heidelberg hat da 2-1 gewonnen. Das heißt, es war ein knappes Ding. Aber in der Gruppenphase dann für Salzburg kein Problem gewesen. 3-1 ganz locker gegen Homburg gewonnen. Gegen die MHH hat sie 1-0 gewonnen, gegen Mannheim hat sie 3-0 gewonnen, gegen Breslau gab es eine richtige Reibe für Breslau mit 7-3. Und gegen Tübingen dann von 5-2. Also alle Spiele in der Gruppenphase dominiert und gewonnen. Das war schon bemerkenswert. Davon hatten wir, glaube ich, aber 3-4 Mannschaften. Und ja, die haben sich dann auch durchgesetzt. Bei den Heidelbergern sieht es nicht anders aus. Die Jungs haben auch gutes FIFA gespielt. Die haben auch 18 Punkte aus 6 Spielen geholt. Die haben auch alles wegrasiert. Also beispielsweise 7-0 gegen Greifswald, 9-0 gegen Rostock. Also was da passiert ist, das war ja unzumutbar. Das hat einfach gut geklappt. Und dann wurde für jede einzelne Gruppe in dem Turnier noch eine einzelne WhatsApp-Gruppe erstellt. Und da durften die sich dann untereinander austauschen. Man musste sich ja den PSN-Namen austauschen. Ah, schön gespielt, quergelegt, Benjeda 2-0. Ja, klasse. Einfach gut gemacht. Ausgebaut das Ganze. Ja. Ich bin tatsächlich gespannt, für wen dieses Spiel jetzt entschieden wird. Ich hätte das auch gerne gesehen und gerne kommentiert. Ich hatte früher mit meinem besten Kumpel, oh guck mal, 4-0. 4-0, jetzt wird's deutlich. Frisch gezapftes kaltes Bier. Von dem Bierwagen links von der Mainstage. Das ist der Beste, habe ich gehört. Der ist immer der Beste auf den Medi-Meisterschaften. Das ist ein Geheimtipp, seit Jahren schon. Boah. Ja, 5-0. Also das war sehr, sehr deutlich, dieses Spiel. Da haben die Heidelberger sich ein bisschen hängen lassen. Oder da hat Pia vielleicht auch einfach mal aus Salzburg gezeigt, was sie so drauf hat. Wahrscheinlich wissen manche bei Discord schon, wie es ausgegangen ist. Bitte behaltet es für euch. Guck mal. Ja, einer ging noch. Schöner. Einer für die Galerie. Einer für die Galerie. Damit man nicht auf der Unterseite des Kickers unterschreiben muss. Oder auf der Unterseite der PlayStation. Oder auf der CD oder DVD. Macht man denn, wenn man zu Null verliert? Ich muss Schmach ertragen. Muss man mal kriechen, oder nicht? Ja. Früher war man einmal durch den Kickertisch einmal drunter her kriechen. Ich weiß, dass es unser Name oder nicht verewigen musste. Ja, guck mal. Einer geht noch. 6-1. Das zweite Spiel ist 2-2 ausgegangen. Und jetzt im dritten Spiel Salzburg. 6-1 gewonnen. Ja. Genau. So, wir überspringen jetzt das vierte Spiel, wenn richtig. Ich gut aufgepasst habe. Das ist wiederum auch unentschieden ausgegangen. 3-3 haben die beiden sich getrennt, auch Krimi. Salzburg 2-0 geführt, Heidelberg zurückgekommen, 2-2 gemacht, dann Salzburg wieder 3-2 geführt, dann noch 3-3, kurz vor Schluss noch Chancen vergeben. Also das war auch eigentlich ein sehr gutes Spiel, eigentlich auch zeigenswürdig, aber aus Zeitgründen. Genau, deshalb, wir können das ja nicht zeigen und dann einfach das Finale weglassen. Doch, können wir schon. Können wir. Auf jeden Fall, wir kommen jetzt zum Finale. Das wird gesponsert vom Marburger Bund. Und wir legen einfach mal los, damit wir im Zeitplan bleiben. Auch die spielen wieder in Paris, ne? Immer noch, ey. Und das Gute ist, an der Trikotfarbe hat sich auch nichts geändert. Wir sehen immer noch Salzburg in Weiß und Heidelberg in Blau.
Genau. Also das ist das allerentscheidendste letzte Spiel, das Spiel 5 in dieser Serie. Wer da gewinnt, ist der neue Medi-Meister 2020. Alles entscheidende Spiel ja. quasi in dem Fall. Ja, ja. Du hast ja vorhin schon beim NBA-Stream gesagt, du bist ja eher mal für die Farbe. Für die Bunten, auf jeden Fall, ey. Bunt ist richtig geil. Weiß wird auch so schnell dreckig. Stell dir vor, du packst sie mit Weiß hin, ist einfach grün, ne? Dann bist du grün. Oder braun, wenn es richtig krass in den Rasen reingeht, wenn es jetzt kein Kunstrasen ist. Dann wird es vielleicht rot, weil die Leute sich alles aufreißen. Ja. Boah, 1-0, schön rausgespielt. Heidelberg geht in Führung. Richtig gut. Gerade kam der Sieger aus Heidelberg. Ich glaube, Lina hat die Story schon zum Besten gegeben, ja? Dass die Jungs alle zusammen in einer WG wohnen. Vielleicht habe ich es auch so erwähnt. Ja, das ist die Videogame-Nerd-WG. Richtig, richtig. Ja, die heißt jetzt so. Ich denke auch, wir sollten das so beibehalten. Sicher? Nee, nicht sicher. Ja, lass mich ich überlegen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe es verkackt. Ich glaube, es war Wien. Ich glaube, es war Wien. Ich krieg einen Daumen aus der Regie. Es war Wien. Okay. Haben die nicht sogar gewonnen, die Wiener? Die haben auch ja, sogar gewonnen. Ja, doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist übrigens der Ausländer an der Ecke, ne? Standard. Ein bisschen Verzögerung gibt's. Sagt einfach mal Bescheid, wenn es hierher geschafft haben, dann begrüßen wir die natürlich. Guck mal, auch da, Torwart wird rausgeholt, Winkel wird verkürzt, bisschen Glück dabei, Chance abgewehrt. Oh, genau, aber jetzt ist er draußen richtig, gewesen richtig und das Tor stand leer und er hat ihn direkt reinbekommen. Die Aktion davor, wie er den Ball rüberlupft über seinen Gegenspieler, das war überragend. Davon hätte man gerne mal eine Zeitlupe gesehen, leider wurde hier schnell weggedrückt. Wir kommen auch in die ganzen Mainstream-Zuschauer. Es geht jetzt weiter mit der zweiten Halbzeit des Finales. Zurzeit steht es 2-1 für Heidelberg oder die beiden Heidelberger Boys gegen die Salzburgerin. Und Salzburg ist in Weiß und Heidelberg ist in Blau. Ich muss eigentlich immer zu zweit gespielt haben, aber jetzt in dem letzten Fall ging es leider nicht mehr aufgrund der Situation, dass der eine nicht vor Ort war. Und dementsprechend haben die sich abgewechselt mit dem Spiel noch. Boah, 3-1. Schöne Drehung. Einmal den Verteidiger in die andere Richtung geschickt. Der läuft vermutlich heute noch in die falsche Richtung. Und dann oben in die Ecke. Ja, das war gut gemacht. Das war wirklich gut gemacht. 3-1. Und Ndombele, auch guter Mittelfeldspieler. Das war früher auch immer so. Leon war auch einer derjenigen, der hat die Teilnehmerurkunde gekriegt. Auf jeden Fall. Bei dem Bundesteamspiel. Der hat sich immer sehr angestrengt. Immer sehr angestrengt. Ah. Oh. 90. Minute, ja, 4-1, Heidelberg, Deckel drauf. Das entscheidet es wahrscheinlich so. Deckel wir sind drauf. Schon in der zweiten Nachspielzeit. Zweite Minute Nachspielzeit. Ja, Spiel ist auch vorbei. Jo. Ja, das war ein gutes Spiel. Das waren gute Spiele, die wir gesehen haben. Das war FIFA, wie ich finde, auf sehr, sehr hohem Niveau. Hat mir gut gefallen. Mir auch sehr imponiert. Und natürlich Glückwunsch an Heidelberg, an die Jungs aus Heidelberg. Aber auch Pia ist sehr, sehr gut verkauft. Auf jeden Fall. Also es ist super verkauft. Spannend gewesen. Unter anderen Umständen wäre es vielleicht einfach Salzburg gewesen, die hier den Titel mit nach Hause genommen hätten. Ja. Damit hätten wir jetzt einen Medi-Meister FIFA 2020. Wir haben noch gar nicht verraten, was es für Preise gibt für die Finalisten bzw. die Gewinner für FIFA und NBA 2K20. Du hast es quasi alles angeleiert. Erzähl mal. Ja, ich habe, wie gesagt, immer wieder mit Tobi ausgetauscht und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir gerne die Finalisten alle nächstes Jahr einmal auf die Medi-Meisterschaften einladen würden. Das heißt, Ticket auf unseren Nacken für die Finalisten. Das heißt, einmal für die Basketballer, Rostock, Julian, Heidelberg, Benny, aber dann auch die Heidelberger vom FIFA mit Philipp und Till und dann noch Salzburg, Pia, einmal ein Ticket auf unsere Kosten. Und für die Gewinner packen wir dann noch oben drauf ein T-Shirt. Das übergeben wir dann bei den Medis. Könnt ihr euch dann da abholen, anprobieren, damit die Größe auch passt. In einer feierlichen Zeremonie. Richtig, richtig. Es wird gut werden. Ja. Überragend. Ihr werdet noch Generationen davon sprechen. Weltklasse.